Weiß jetzt gar nicht, ob wir das treffen oder nicht. Bin ich zu weit weg? Bin ich zu nah? Das hört sich auf jeden Fall nicht richtig an. Wieso kann ich denn den Drachen anvisieren? Der ist doch tot. Oh! Nein. Ich habe Angst. Auf einmal ist es da? Ich habe immer irgendwie in Erinnerung, dass da vorher noch eine kleine Minisequenz kommt. Naja. Jetzt sind wir drüben. Und... Alter! Du Sackgesicht, ey. Wurm. Der nennt mich Wurm. Hallo? Du kriegst ein paar Bolzen in die Brust, Alter. Was denkst du, wer du bist? So, Alter, man kann hier sogar reingehen. Daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Ich möchte mit gezogener Waffe vorangehen. Oh. Oh. Hier ist der Schalter, den man treffen musste. Ah. So, links, rechts, rechts. Trank. Naja. Links, 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 rechts. Links, links, rechts, rechts. Oh. Oh, wow. Ja. Das war natürlich sehr viel. So, das war Turm Nummer 1. Leider nicht so viel zu holen, aber naja, besser als nichts. Alter, Alter, sieht das da hinten krass aus. Habt ihr das gesehen? Diese riesen, Riesensäulen. Boah, man sollte keine Cola zur Aufnahmesession trinken. Ich bin immer am Aufstoßen. Ich mache das aber so leise, dass man das hoffentlich nicht hört. Das ist ganz schön nervig. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Oh, ja. Gehstock und 30 Goldmünzen. Sehr schön. Oh. Danke. Wie mir das jedes Mal passiert, dass ich zweimal aufs Kiste öffnen komme. So. Der Suchende hat mit dem Bogen gelitten. Das muss aber auch reichen. Wir nehmen wieder die Drachenjägerarmbrust. Ja. Ja, schön ist das hier, oder? Das sieht wirklich sehr schön aus. Die Skelette laufen da hinten schön umher. Schnell speichern. Ach, niederes Skelett nur. Easy. Easy. Anders kann ich das nicht nennen. Das sind ja alles One-Hits. Junge, du brauchst gar nicht weiterreden. Du weißt, dass du sterben wirst. Boah, Two-Hits. Nicht schlecht. Alter, warum... Warum kann ich mit der Armbrust manchmal nicht anvisieren? Das ging jetzt schon wieder nicht. Jetzt geht's. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter! Holt der auf einmal Feuerstürme raus? Das war ja jetzt komplett unerwartet. So, und schaut mal. Wir haben noch insgesamt über 500 Tränke. Und wir werden die niemals mehr zu Ende... Ja, also leer bekommen. Aber ich finde einfach schön, dass wir so eine riesen Sammlung hier errichtet haben. So, zack. 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 Irgendwie treffen Bolzen bei Skeletten fast immer, kann das sein? So, alles mitnehmen hier. So eine Drachenwurzel wäre ja natürlich noch, ne? Also... Wäre schon schick. Was war das denn? Feuerkraut. Ah, schade. So, das sieht natürlich sehr einladend aus. Oh, bitte nicht irgendwie was zum Erschrecken.
Ja, aha. Aha, ein überdimensional großer, ne? Skelett-Typi. Die Berserker-Axt haben wir gefunden. Alter, das ist ja erbärmlich. 4 Stärkepunkte zu wenig. So, Tagebuch haben wir gerade gefunden. Ein Rezept. Alchemietisch, Runentisch, Truhe. Verwandlung Drachensnapper, Todeshauch. Das erste Mal, dass wir diese Spruchrolle überhaupt in diesem Spiel sehen. Ich weiß auch gar nicht, wo haben wir eigentlich Armee der Finsternis her? Weiß ich gar nicht. Ach, das genau, das hatte dieser Dämonenlord bei sich im Kloster. Todeshauch. 5 benötigtes Mana, Magieschaden 500. Das ist schon nicht schlecht. Gut, hier haben wir gar nichts. Okay. Irgendwelche Hieroglyphen. So, wir haben gerade ein Rezept gefunden. Alter Brief. Xardas Brief. Rezept. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückrufen können. Ich fürchte, dass Feodaron, also der Drache, von meinen Ergebnissen nicht sehr erbaut wäre. Es heißt schlicht und ergreifend, dass ich seine gesamte Brut in meinem Labor zu einem Trank verarbeiten müsste. Alter. Wenn er nicht ständig auf seinen Eiern sitzen würde, wie ein Huhn, hätte ich es schon längst ausprobiert. Aber vor seinem Odem habe ich doch noch ein wenig Respekt. Embala Firgasto. 10 Dracheneier, eine zerriebene schwarze Perle und eine Prise Schwefel. Die Emulsion wird zum Kochen gebracht und anschließend unter ständigem Rühren durch den Destillator getrieben. Das Elixier ist mit Vorsicht zu verwenden. Es hat schwere Nebenwirkungen. Der gesamte Mana-Haushalt wird durcheinander geraten. Okay. 11 Dracheneier haben wir. Wir haben eine schwarze Perle gefunden und. Und. Schwefel. Drachentrunk. Trank hergestellt. Okay. Embala Firgasto. Wirkung unbekannt. 128 Mana. Stärke plus 15. Mana 128. Was ist denn da anders geworden? Gar nichts. Wir haben jetzt nur 180 Mana. Geschick ist auch nicht weniger geworden. Oder? 135? Nee, ich glaube nicht. Ja, jetzt haben wir 180 Stärke. Wir haben einfach mal so Schnips. Ja. Ne? 15 Stärkepunkte bekommen. Sehr schön. Ich dachte, wir können diesen Trank nicht mehr brauen, da wir ja die ganzen Dracheneier verkauft hatten. Aber hätten wir die Dracheneier behalten, hätten wir sogar 2 Tränke herstellen können. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, mit 180 Stärke sind wir schon gut bedient. Da hinten wartet. Ja, die Armbrust kannst du ziehen und wieder wegstecken. Das haben wir jetzt gesehen. Schattenlord Archol. Das ist der, der den Tipp gegeben hat. Das war wahrscheinlich wirklich ein sehr alter Brief. Und für den benutzen wir jetzt einfach mal einen Todeshauch. Also eine Untoten-Vernichten-Spruchrolle. Da ist er nämlich sofort tot. Zack, eine benutzen wir noch für ein Skelett. Und dann benutzen wir zum ersten Mal in dem Spiel. Die Waffe Drachenschneider. So, komm, jetzt komm, greif an. Dann machen wir das eben. Junge. So. Da habt ihr schon gesehen, nicht jeder Treffer ist ein One-Hit, aber doch viele. Das kann man durchaus anbieten. Und auch generell sieht die Klinge sehr schön aus. Gegen Ende kann man das ja ruhig machen. Das ganze Spiel über haben wir auf einen da geskillt, aber mit 64% hat man auch schon eine gute Crit-Chance. Neuer Tagebucheintrag. Ja. Ich habe so etwas wie einen Tempel gefunden. Er wird von einer Unmenge von untoten Wesen bewohnt. Erinnert mich alles verdammt an diesen elenden Ork-Tempel des Schläfers. Ork-Tempel mit C. Diesmal werde ich nicht versagen. Diesmal nicht. Aha, okay. Gut, Schattenlord Archol. Alter, Zweihänder.
Schlüssel hatten dabei, natürlich wieder ein Knochen eines Skeletts und 650 Goldstücke. Gut, jetzt geht's hier noch weiter. Oh Gott. Erstmal alles hier abchecken. Eiswelle liegt hier rum. Und drei Tränke. Wenn da eine Eiswelle rumliegt, was kommen da gleich für Monster? Untote vernichten, Dämon, Hafenstadt. Ja, ich packe jetzt erstmal die Rüstung weg hier. So, das brauchen wir nicht mehr. Ich sortiere das Ganze einfach mal ein bisschen. Großer Feuerball, rüsten wir mal aus. Feuersturm. Feuersturm. Kugelblitz. Alles, was ich noch verschwenden möchte, gerne. Eiswelle. Dämon. Okay. Oh, untoter Ork. Oh, untoter Orks. Ja. So, komm dran. Komm ran. Zack. Kein Problem. Zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Tot. 400 EP geben die sogar. So, und dafür war... Da konnte man schon eine Eiswelle benutzen. Nicht zu planen. Warum denn unnötig Schwierigkeiten bekommen? Ich meine, wir haben noch 5 Stück. Und wir dringen immer weiter ins Innere ein. Lange dauert es nicht mehr, Leute. Es ist nicht mehr weit. Ich kann das Böse schon förmlich riechen. Gut, was haben wir hier? Schwerer Zweihänder. Tränke und eine Drachenjäger-Armbrust. Alter Schwede. Tja, das ist nicht schlecht. So, was haben wir hier? Was geht denn hier ab? Alter. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Alter, das mit diesen Lichtern sieht aber geil aus. Nicht schlecht. Gut, kommen wir hier rein? Ohne den richtigen Schuss. Natürlich nicht. So, ich guck mal kurz, was die Zeit sagt. Das wäre jetzt richtig mies, wenn das vom Timing her stimmen würde. Und leider ist es so. Oh, das tut mir schon fast ein bisschen weh. Also hier einen Cut zu setzen. Das ist echt schon gemein. Ich heile mich jetzt nochmal hoch. Und dann hoffe ich trotzdem, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es war sehr spannend. Ich muss sagen, es gefällt mir doch relativ gut. Ich habe es schlimmer in Erinnerung gehabt. Es macht sehr viel Spaß hier. Es ist natürlich... ganz anders wie auf Corinnes damals. Es ist alles viel düster hier. Viel rauer. Überall Echsenmenschen, Orks, Waage und habt ihr nicht gesehen. Und ja, es kann nur spannender werden. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, Leute.